Hallo ihr Lieben, willkommen zu unserem neuen Video. Wie ihr unschwer erkennen könnt, gibt es mal wieder eine Doxbox. Und zwar ist das diesmal eine Special Box. Und zwar die zum Tag des Hundes. Denn der ist nämlich heute. Ich wünsche euch viel Spaß. Lese ich euch einfach mal den Beipackzettel vor. Wir gratulieren dir herzlich zu deiner Premium-Überraschungsbox zum Tag des Hundes. Wir hoffen sehr, dass wir dir und deinem Frauchen eine tolle Überraschung machen konnten. Ihr findet in der Box unter anderem das Lieblingsspielzeug der Dogsbox-Teamhunde Mr. und Mrs. Fienchen, dreifach vernäht und ohne Quietscher. Trotzdem am meisten geliebt. Das ist dieses süße, plüschige Ding. Also ich gehe davon aus, das ist Mrs. Fienchen. Genau, sehr plüschig, sehr weich und ohne Quietscher, ganz wichtig. Genau, Fanny findet diese Plüschdinger eigentlich immer ganz toll und trägt sie durch die Wohnung und will damit in der Wohnung spielen. Leider halten die dadurch immer nicht so lange, weil sie alles zerrupft. So, auch von Petlando gibt es eine Decke, an der, so der Hersteller, die Hundehaare nicht so hängen bleiben wie an anderen Decken. Und zwar ist das diese pinke Decke. Die ist echt plüschig, das soll eine Nachbildung von Alpaka sein. Ich kenne Alpaka jetzt nicht, ist auf jeden Fall sehr plüschig und wir werden mal schauen, ob die Haare anders hängen bleiben als an anderen Decken. Genau, leider ist ja alles in pink, wenn man eine Hündin hat bei Radoxbox. Das fände ich nicht so, also finde ich eigentlich nicht so toll, aber es ist halt nur eine Decke. So, weiter geht's. Für Frauchen und Herrchen gibt es den super praktischen Click-to-Go von Bolleband. Und zwar ist das dieses schöne Lederarmband, also nicht Band, Armband, aber Band. Mit dem Hund Gassi gehen, joggen, shoppen oder alle Hände voll zu tun. Hund dabei, aber Hände frei mit dem Click-to-Go. Anwendung. Der Click-to-Go wird an den Gürtel oder besser um den Gürtel befestigt, mit Hilfe der beiden Druckknöpfe. So macht man das Ganze auf. Der stabile Metall-D-Ring hängt dabei nach unten. An diesem Ring macht ihr eure Hundeleine entweder mit einem Karabiner fest oder zieht die Leine einfach durch den Ring durch und macht einen festen Knoten. Viele nutzen bereits Koppeln oder Kurzleinen. Diese können ebenfalls an das Click-to-Go angebracht werden. Ja, ich habe das Ganze nicht nötig. Wir haben ja nur Fanny und ich habe halt die richtige Größe, um mir die Leine umzuhängen und dass der Hund trotzdem ein bisschen frei laufen kann. Bei meinem Freund sieht das anders aus, der findet das ganz praktisch. Der wird das jetzt auch mal ausprobieren. Das Ganze sieht ganz stabil aus. Mal schauen. So, aber das war noch nicht alles. Mit dem bunten Handmade-Plüschknochen, das ist dieser hier, diesmal mit Quietscher, kann euer Hund ebenfalls wunderbar spielen. Der Quietscher ist der Grund, warum ich euch das Ganze nur einmal ganz kurz gezeigt habe. Ihr seht an der Reaktion von Fanny, wie aufgeregt sie ist. Sie findet das Quietschi ganz toll und ich mag ja überhaupt keine Quietsche-Dinger. Fanny darf die auch nur draußen benutzen und danach herzenslos quietschen, wie sie will. Aber in der Wohnung brauche ich das nicht. Und dann würdet ihr mich auch das ganze Video lang nicht mehr verstehen. So, genau, in der Box sind auch noch Leckerlis mit drin, also der Text. Und auch für den Gaumen gibt es noch leckere Sachen. Die getrockneten Hühnerhälse sind ein toller Snack für zwischendurch. Das sind keine Hühnerhälse, das ist von Peppers Choice. Und zwar sind das Lammpellets, wie ihr sehen könnt, also 100% Lamm. Ja, einfach der Grund, Fanny hat eine Geflügelallergie, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Und verträgt deswegen leider diese Hühnerhälse nicht. Ich finde das ganz schön in der Doxbox. Ich habe noch nie Geflügel drin gehabt. Ich habe immer einen Ersatz bekommen. Und von Peppers Choice, die hatten wir letztes Mal schon drin. Davon hatten wir zwei Packungen. Eine ist bereits leer. Die Pellets riechen echt unheimlich gut für den Hund. Und ja, deswegen sind das ganz tolle Leckerlis. Zum Klickern zum Beispiel oder für die Nasenarbeit. Die sind auch ziemlich klein, wie ihr sehen könnt. Genau, wie ihr seht, Fanny findet die ganz toll und ja, sind halt einfach super zum Training. So, dann gab es noch ein zweites Leckerli, ich lese mal den Text. Und ein längeres Kaufvergnügen findet ihr getrocknete und in Scheiben geschnittene Schlundscheiben vom Rind in eurer Doxbox. Genau, das sind einfach diese hier, das sind die Schlundscheiben, die sind von Dogs Kitchen, da werden übrigens auch die Hühnerhälse her, die wir natürlich jetzt nicht haben. Genau, das hat eine ganz große Größe, ganz schöne Größe. Ich hoffe, der Hund muss auch ein bisschen kauen. Wir machen das Ganze einmal auf und schauen einfach mal, ob der Hund wirklich kauen muss. Fanny hat ja
die Angewohnheit, alles einfach runterzuschlingen, was nicht nied- und nagelfest ist. So, und das ist die Größe. Ja, riecht ganz okay. Und ja, der Hund muss tatsächlich einmal kauen. So, genau, laut dem Text ist es das gewesen. Allerdings gibt es noch eine tolle Sache. Und zwar einer meiner Favoriten. Und zwar ist das von Waui Miaui von der Tierkonfisserie. Ein personalisiertes Herz. Und zwar ist das das hier mit dem Namen des Hundes. Finde ich total niedlich. Die benutzen auch hauptsächlich natürliche Sachen und geben sich immer ganz viel Mühe, neue und tolle Sachen mit in die Docsbox zu geben. Ich kann auch die Internetseite empfehlen. Genau, und das war's gewesen. Das sind die ganzen Produkte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt einen schönen Tag des Hundes.